Hi zusammen, ich bin's Anna und noch ein wichtiges Video für mich, die erste Filmreview über den Film Smile. Den habe ich mir am Halloween im Kino angeguckt und zwar ist es echt ein guter Film. Ich habe tatsächlich sogar einmal geschrieben bei einer Szene von Jumpscare. Also wenn ihr Schreckhaus seid, geht nicht in den Film rein, ihr schreit, zuckt zusammen und habt danach ein bisschen Angst davor für jeden, der einen so an... Weil ich irgendwie so anlächelt. Also ich kann nicht so gut lächeln wegen den Piercings und das, weil das irgendwie noch alles geschwollen ist, aber richtig, richtig krasses Lächeln halt. So. Also, es werden hier Spoiler fallen. Also ich spreche jetzt erstmal grob über den Film und sag dann, wenn ich Spoiler, erst das Spoiler. Also, ihr könnt euch gerne den Trailer angucken, den kann ich euch unten verlinken. Also ich finde ihn sehr gut, gerade von Anfang an ist es schon sehr viel Spannung, die aufgebaut wird, die über den ganzen Film gehalten wird. Man hofft die ganze Zeit, dass die, dass die Person es schafft. Und ja, genau, aber man hat die ganze Zeit die Hoffnung, dass sie es schaffen wird. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, also soll ich mal allgemein darüber reden. Es geht auch um suizidale Sachen, also falls ihr damit nicht cool seid. Gerade ich hätte den vielleicht nicht angucken sollen, ich habe auch vorher nicht meinen Trailer geguckt, also ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und gerade wenn man Angststörungen und Panikattacken hat, vielleicht auch nicht so der beste Film, aber ich kann es trotzdem empfehlen, das ist sehr viel Adrenalin. Ich würde mir jederzeit wieder im Kino angucken, wenn es mir besser geht. Ich höre mir den noch auf DVD, weil das echt ein guter Film ist, der viel Spannung hat und das echt krass ist und boah, die Storyline ist echt gut. Ich kann es nur empfehlen und ab jetzt spoilere ich, weil mehr möchte ich jetzt so nicht vorwegnehmen. Achtung, wer den Film euch gesehen hat, jetzt kommt Spoiler. Spoiler-Alarm! Also es geht darum, also dass so eine junge Frau sieht, wie sich ihr Patient, also die ist an der Psychiatrie, arbeitet sie als Professorin oder als Therapeutin, vor ihren Augen umbringt. Also auf bestialische Art und Weise. Die Person nimmt eine Scherbe und schneidet sich erstmal hier irgendwie auf und dann auch hier, also irgendwie so ganz komisch ist auch hier, also auch auf den Hals. Das ist einfach nur nicht gut, also ich kann das jetzt auch nicht vormachen oder sonst was. Auf jeden Fall schnallt sie sich irgendwie krass auf, so dass es auch so aussieht, als würde sie noch richtig krass lächeln. Und die lächelt auch die ganze Zeit dabei. Das ist so, als wäre die Person so eine Art Psychose gefangen und in so einem Fluch. Und später im Film kommt es, das sind 10 Fälle davor auch schon jemand, vor den Augen von der Person, die es sieht, sich umbringt. Und die Person hat so einen Fluch und nach 7 Tagen spätestens sterben die Personen. Also auch Selbstmord. Ein qualvollen Trüden, irgendwie anders sieht das dann immer. Und dieser Fluch hört nie auf, außer man tötet selber eine Person, was man natürlich nicht machen sollte, aber ja, genau. Und die Frau besucht auch sogar so jemanden, der es überlebt hat, weil die Person hat jemanden getötet und dann ist es trotzdem auf eine andere Person irgendwie, umgegangen, also umgesprungen. Es ändert manchmal auch, aber dann fängt es woanders wieder an mit den Selbstmorden, dass man es wieder halt so mit dem Lächeln und das ist so, als wenn man von Dämonen besessen wurde. Die Hauptfigur hat auch den Selbstmord von ihrer Mutter mit angesehen, die sie nicht gut behandelt hat, also die Hauptfigur. Und ihre Schwester war schon ausgezogen, die hat das halt gesehen. Das heißt, sie war eh schon ein bisschen angeknackst deshalb und dann ist das auch noch passiert und ja, am Ende des Films bringt die Person sich auch selber um. Vor ihren, ich glaube, Ex-Freunden. Ich glaube, die waren schon mal zusammen, aber das ist auch nicht so ganz klar, was zum Beispiel ist, die von dem Polizeioffizier steht. Der Polizeioffizier hat auch ermöglicht, dass sie sich mit dem einen, der das überlegt hat, trifft. Und der hat auch panische Angst vor der Frau, als er gewusst hat, dass sie auch von diesem Fluch besessen ist. Wie gesagt, das ist sehr, sehr krasser Fluch, der wirklich über 10, 20 Leute hinweggeht und jeder davon bringt sich irgendwann selber um. Also es ist einfach nur krass, also wie man auf die Idee kommt, weiß ich auch nicht. Auf bestialische Art und Weise meistens irgendwie voll, also je heftiger, desto besser anscheinend. Also es ist auch so ein bisschen Splatter-Momente, man sieht da teilweise auf die Sachen und es ist einfach nur, also Respekt, jeder, der den Film geschaut hat bis zum Ende. Also ich musste teilweise einmal schreien, sogar wirklich, bei einer Szene. Ja, genau. Und das ist halt diese Hauptstory. Und im Endeffekt bringt sich die Person in ein Elternhaus, wo die Mutter ist auch mehr oder weniger um, beziehungsweise davor, weil dieser Officer, mit dem sie befreundet ist oder auch schon mal in Beziehung hatte, da dann war. Und
Das ist einfach nur krass. Auch eine Katze ist leider gestorben. Das hat dann der Sohn von der Schwester gesehen, dass die Katze tot ist. Der ist jetzt auch ein bisschen verstört. Ob das schon Fluch ist, weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall eine Katze auch getötet in diesem Wahn. So, das ist schon krass auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ich hatte mega Angst teilweise. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Weil ja, die Schwester, nee, der Sohn hatte Geburtstag und der hat das halt zum Geschenk bekommen. Irgendwie hat die Schwester, das hat eigentlich was anderes wollte ihnen schenken. Und dann war das halt da drin, das ist schon krass. Oh ja, und die Schwester und sie, die sind auch ein Konflikt, also hatten einen krassen Konfliktverhältnis zueinander. Ja, genau. Und eigentlich hat die Hauptperson auch einen Freund. Der sie anscheinend auch liebt, aber das ist auch eine krasse, ist auch so eine richtig, ja, das ist auch keine gesunde Beziehung, das ist immer alles sehr monoton, die arbeiten beide sehr viel, haben kaum Zeit für sich, kümmern sich aber auch nicht richtig umeinander und der hat sich auch informiert wegen der Erkrankung seiner Mutter, ob sie dann auch die Erkrankung bekommt, auch wegen, das ist auch so ein sehr stigmatisierend gegen psychische Erkrankungen teilweise der Film, das ist so eine kleine Kritik, die ich dann so bringen möchte, dass es nicht cool ist, sowas zu kritisieren, weil die können nichts dafür. Teilweise schizophrene Leute werden dann auch teilweise ziemlich krass dargestellt, was nicht immer der Fall ist. Die meisten Leute nehmen ja auch dann irgendwann Medikamente, sind auf jeden Fall nicht so akut psychotisch. Also ich habe noch nie so jemanden gesehen, bis jetzt zumindest. Ich war auch schon mal auf einer geschlossenen Station. Also ja, auf jeden Fall, der Film ist sehr krass, sehr viele Spannungsmomente, man weiß nie, was passiert. Die Person hat auch immer dann so kleine Halluzinationen, dass Leute sie so anlächeln, so, hallo. Und natürlich auch von ihrer toten Mutter dann noch diese Halluzination, gerade am Ende des Films. Ja, also im Großen und Ganzen könnte ich euch empfehlen, den Film im Kino zu gucken. Der ist immer noch im Kino. Tut mir leid, dass die Review relativ spät kam. Ich habe es aber vorher nicht geschafft, mental das nochmal zu verarbeiten. Der Film war auf jeden Fall nicht einfach für mich. Gerade wenn es eigentlich gut geht, bitte guckt euch den Film nicht an. Oder nicht alleine. Ich war nicht alleine im Kino, aber trotzdem hatte ich da noch ein bisschen Angst. Ja, genau. Das war's jetzt auch bei dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Und ihr guckt den Film an, guckt den Film an. Der Film ist gut. Wenn ihr euch psychisch dafür in der Lage fühlt, natürlich. Also, wie gesagt, ich warne wenigstens davor, dass der Film heftig ist. Den Trailer könnt ihr euch gerne angucken. Ich gucke mir auch nochmal an, vielleicht. Ja, und wie gesagt, ich hole mir auch DVD. Gute Empfehlung auf jeden Fall, denke ich. Ja, ich würde den von 9 von 10 Sternen geben. Den Film insgesamt für alles. Ja, ein Sternabzug für die schlechte Darstellung von psychischen Erkrankungen, die echt überzogen ist, wie bei vielen Filmen auch. Ja, gut, das heißt, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video, eure Anna. Ciao!